fassen wir noch einmal zusammen, was zum Ding Freuds oder Lacans, das in gewisser Weise das Gegenteil des Ding an sich Kants oder der Idee oder des Einen, des Hen bei Platon ist, was hier von Nagarjuna benannt wurde. Bei Nagarjuna ist alles leer. Nichts ist ausgenommen von der Bedingtheit und Unbeständigkeit zuletzt. Letztendlich alles existiert nicht aus sich selbst heraus, sondern unterliegt einer kontinuierlichen Veränderung, ist bedingt entstehend in Verbindung komplexer Ursachen und damit zuletzt wieder leer. Es gibt nichts, was nicht sich verändern würde. Es gibt nichts Existierendes, bedingt Existierendes, was aus sich selber heraus seine Existenz autonom garantieren könnte. Es ist nichts, was absolut wäre, abgelöst von diesem kausalen Nexus. Nagarjuna macht sozusagen eine Reductio ad absurdum, die Gegenprobe, indem er gedanklich durchspielt, was angenommen, es gäbe etwas, das wirklich unbedingt wäre, wirklich seine Existenz autonom aus sich selber hätte, daraus folgen müsste eine feste, ewige Substanz aus sich selber heraus, das platonische Hen, die platonische Idee. Aber es ist eine Tetralektik bei Nagarjuna. Es sind vier Positionen. Und weder die erste polare Position noch die zweite dagegen spielende sind die ganze Wahrheit. Weder gibt es das eine selbstidentische, das dann unabhängig von allem anderen wäre, absolut abgelöst, noch gibt es etwas, wie in der griechischen Philosophie, das eine gegen das viele, das vollkommen verschieden wären von allem anderen, sondern alles hängt zusammen. Und das eine spiegelt sich im Vielen wieder und das Viele in einem. Er kommt dann dazu, zwei Stufen oder Wahrwirklichkeiten zu unterscheiden. Die konventionelle Wirklichkeit, welche nichts anderes ist als die Phänomenalität der sichtbaren Wirklichkeit. Bei Hegel, bei Heidegger, das Seiende. Gegenüber der anderen Seite des Seins, das der Seinsvergessenheit zumeist unterliegt, nämlich einer ultimativen, nicht konventionellen Wahrheit, der Lehre. Der Unbedingtheit, der Nichtvernetztheit, welche jenseits jeder Theorie
jenseits jedes Theorienlevels der Realität wäre. Die ultimative Wahrheit lautet, dass es keine ultimative Theorie der Wahrheit gibt. Weil ils sont les mots qui manquent. Der Rest ist Schweigen. Manche Dinge können mit der Sprachlichkeit nicht erfasst werden. Die Sprache bildet die wirkliche Wirklichkeit nicht ab, sondern dekonstruiert sie, raubt ihr das Reale. Gibt also die beiden Seiten, dass alles abhängig ist von etwas anderem in Kausalnexus, und es gibt die andere Seite der ultimativen, nicht konventionellen Wahrheit, die unbedingt ist und nicht abhängig von irgendetwas anderes und sprich reine Leere, reines Nichts zu Ende, das dann nicht dem Werden und Vergehen unterliegt. Und dann kommt es zu dieser paradoxen Schleife, von der wir gerade gesprochen haben. Einerseits dem Samsara, dem ewigen heraklitischen vor sich hin Gewurle, und dahinter eigentlich oder dazwischen oder darunter die Leere, das Nichts, das Ewige, sich selbst bleibende, in der ewigen Konformationsänderung, in der ewigen Umtransformierung, sodass das Bedingte, das Vergängliche nichts anderes ist als die Gegenform des Unvergänglichen in seinem ständigen sich umtransformieren müssen. Und das bildet dann den Nexus zu dem Nichts, zu der Leere oder zu dem Ding, von dem wir gerade versucht haben zu sprechen. Die Erlösung liegt also darin, alle Theorien oder alle Sichtweisen aufzugeben, radikal. Selbst vom Ding, selbst von der Wahrwirklichkeit der konventionellen, sich ständigen Umtransformierung und selbst von der nicht konventionellen, ultimativen Wahrheit der Leere, der Unvernetztheit, der Unbedingtheit. Es ginge also darum, das Ding als Leere, als Unerreichbarkeit, als das letzte Ziel aller Wesen, des horizontalen Fallens, des horizontalen Nichts, selbst diese Theorie aufzugeben, um die Erlösung zu finden. Das Erlöste hat nicht eine richtige Theorie, eine richtige Sichtweise, sondern am Ende in einem Tetragrammaton, in einem Durchlauf durch vier Positionen, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, gar keine Theorie, gar keine Sichtweise. Der Erlöste hat nicht die richtige Theorie, die richtige Sichtweise, sondern gar keine Theorie, gar keine Sichtweise. Die Leere, die Leerstelle, dieses unassimilierbare Ding, das wir gerade im Video als etwas ganz völlig anderes als in dieser Theorie bezeichnet haben, ersetzt dann alle Sichtweisen und setzt nichts, nicht das Geringste an die freigewordene Stelle oder Stille oder Leere.